Yo, Cousin! Also, Papadaskis, willkommen zu meinem zweiten Video. Heute steht bei mir Training an. Ein sehr, sehr guter Freund von mir ist aus Kroatien angereist. Er ist seit schon 2 Wochen in Berlin. Der ist ein sehr, sehr krasser Fußballspieler. Und wir haben heute geplant, dass wir heute mal richtig hart trainieren gehen, weil ich muss auch abnehmen. Der Bruder, er muss auch ein bisschen abnehmen, sage ich mal so. Aber ich will euch auch wieder mitnehmen. Ich zeige euch, wie mein Training aussieht. Weil ich habe am 10. September einen sehr, sehr krassen Kampf bei TBL Staffel 3. Auf jeden Fall, Freunde, ich muss auch wieder sehr krasse Gewicht kratzen. Ich wiege gerade nur 88. Ich weiß, oder 88 Kilo ungefähr, sehe ich aus. Ich muss runter auf 75, muss runter. Auf jeden Fall, Freunde, ich nehme euch gerne mit. Ich werde euch alles zeigen, was ich da mache. Euch die Sprints an. Boah, schon sehr viele Emotionen. Erstmal holen wir den ab. Wir müssen erstmal 3 Stationen fahren. Aber weißt du was? Heute fahren wir U-Bahn. Ganz gechillt. Wir sind auch bei uns in der Friedrichsfelde. Beste Station von U-Bahn. Jeder, der in Berlin wohnt, der weiß es. Der muss mir nichts sagen. Und hier sind die krassesten Sportler. Das weiß jeder. Du kannst ihn über eine Stunde früher sagen, dass du da und da kommst. Aber er kommt immer trotzdem 3-4 Stunden zu spät. Erstmal holen wir ihn ab. Adam, woher kennst du Yetmir? Ich kenne Yetmir von der Oberschule. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mann, sehr sympathischer Freund und ein sehr, sehr großer Bruder von mir. Ich will jetzt nicht so sagen, aber ein sehr, sehr krasser Junge. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben auch einen sehr, sehr krassen Nachwuchstalent bei uns getroffen, hier bei uns in der Ort hier, Friedrichsfelde. Der ist Bobo bei Hertha. Wer den nicht kennt, hat die Welt noch einen gesagt. Ja, der ist ein sehr, sehr krasser Nachwuchstalent hier in Deutschland. Adam, wo sind wir hier? Hi! Ich kenn dich, Walla! Aber doch nicht. Ich bin Fußballprofi und das ist mein Bruder Adam, ja. Freund, und heute wird zusammen trainiert, gegessen und ich bin dabei. Heute steht Ausdauer auf dem Programm, ein bisschen Punches, ein Boxsack und danach gehen wir auf jeden Fall was essen. Viel schwieriger. Man nimmt alles mit, alles Unterwäsche, alles, wo man trinken kann. Welche willst du haben? Vielen Dank. Für Vitamine. Lass dich schmecken, Kameramann. Danke, Bruder. Adam, was macht ihr jetzt als erstes? Wir wärmen uns jetzt erstmal auf und danach Laufbahn. Ich kann es erst ein Profi davon. Ich kenne diese Übung nicht auf jeden Fall. Ich bin ja kein Fußballer. Merkt man den Unterschied zwischen einem Boxer und einem Fußballer? Er macht so. Boxen, damals in meiner alten Zeit. Ich war mit Mohammed Ali so auf einem Level, aber dann schon aufgehört. Also Freunde, weil ich muss ja Gewicht machen, deswegen ziehe ich meinen Schwitzanzug an. Ich bin Kalorien erledigt, verbrennt. Aber das Krasse an der Laufbahn ist, man kann einfach YouTube gucken. Das ist richtige Motivation. Ja. Hier mal. Ich guck Boxen ein bisschen. Was guckst du denn? Das ist jetzt eine richtige andere Frage. Yetmir, was guckst du bei YouTube? Das Ding ist, jeder Fußballer wird es jetzt fühlen und wird es kennen. Es geht nicht ums Laufen. Du läufst um dein Leben, auch wenn es 2 Stunden sein soll. Aber das Ding ist, es wird langweilig irgendwann. Aber so, man kann jetzt YouTube gucken, man sucht jetzt irgendwas aus. Fußball habe ich schon alles durchgeguckt, deswegen mal gucken. Adam, was kannst du mir empfehlen? Boxen oder irgendwas? Ah, UFC gucke ich gerne, weil die hauen sich dumm und dämlich. Und deswegen ist cool. UFC oder Bernacle, wenn du richtig Action sehen willst.
Kampfsport. Willst du in deiner? Adam, was kannst du mir für einen Kampf empfehlen? Weißt du was, Bruder? Gib mal Top Dog ein. Jedmir, kennst du Top Dog? Auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Das wird, denke ich, irgendwann mal noch ganz, ganz, ganz groß auch in Deutschland. TBL. TBL. Von meiner Meinung TBL. Bei Konstantin, er wird das machen, der Mann ist dafür perfekter Mann dafür, geeignet. Schauen wir uns mal an. Best Knockouts. 1 Million Views. Krass. Jetzt wird gelaufen ein bisschen, bam. Und dann gibt's ein paar Sprints. Adam, wie lange macht ihr das jetzt? Laufen uns erstmal 5 Minuten warm. Machen 10 draus. 10 Minuten. 10 Minuten warm und dann gibt es 15 Sekunden Sprint, 15 Sekunden locker, mal ausruhen und dann nochmal 15 Sekunden. 20 Mal hoch oder 15 machen. Der erste Profi, das war der erste Spoiler. Weil die machen 10 Tage. Bei Boxen ist das halt nicht so. Du musst draußen laufen. Natürlich machen sie auch Boxer auf, aber bei denen ist es Standard. Laufen, laufen, laufen. Weil die müssen auch vielleicht 90 Minuten rennen. Wir müssen noch viel einschränken, uns halt ändern. Aber sehr, sehr viele Boxer haben immer Ausdauerprobleme. Ab 8. Runde. Oder das ist bei euch Krämpfe? Bei uns gibt es Krämpfe, aber es kommt drauf an. Manchmal hast du auch englische Wochen. Das heißt, du spielst dann am Mittwoch oder am Donnerstag. Und dann am Samstag oder Sonntag nochmal. Und dann hast du am Tag, jeden Tag Training. Es kann gut anstrengend werden, aber du machst dich dafür fit. Und irgendwann gewöhnt sich dein Körper einfach dran. Wenn du schon so lange machst, muss schon viel passieren, damit du Krämpfe kriegst. Immer Magnesium trinken. Dann geht das schon. Immer gut dehnen. Immer gut dehnen, vorbereiten. Stretchen. Vor dem Training, nach dem Training. Alles gut. Alles easy. Was bringt dir dieser Schwitzanzug? Eigentlich ist das für letzte Kilos, aber bei mir, ich habe mich schon daran so gewöhnt. Immer wenn ich Vorbereitung habe, dann ziehe ich mir das an, damit ich viel, viel schneller schwitze auf jeden Fall. Also Wasserfahrt, die hier ist. Oder helft mir gerade nicht zu machen. Dankeschön. Film mal das hier, was er gemacht hat. Guckt euch das an. Ich mache das sauber wie ein guter Freund, damit er sich erholt. Dann in die Sonne. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, wie ich mein ganzes Gewicht mache. Der nächste Monat ist ja noch 2 Monate, das ist mein Kampf. Ich nehme euch mit. Go. Also Freunde, jetzt machen wir Einzelschläge. Fangen wir heute mit Jab an. Hit me. Das fängt als erstes. Aber es ist so, viel Boxen, man fängt immer. Man braucht immer einen Punch. Ohne den Punch kannst du nicht anfangen. Das ist so deine Führhand. Im jüdischen Kampfsport hat man immer, hast du deine rechte oder linke als Führhand. Mit dem musst du arbeiten. Wenn deine Führhand nicht funktioniert, kannst du einpacken, Bro. So. Oder du bist wie ich, du hast einfach beides, ja. Deswegen, ja, jetzt merkt man den Unterschied, guck mal wie er boxt. Jetzt kommt der rechte an, der hat dieses. Das ist Endstation, Kaufschlag hoch. Ja. Okay.
Ich? Wenn ich so schlage, ich schlage die Treppe, geht's ab. Ja, dann kommt der rüber. Irgendwas machst du heimlich, ich weiß es nicht. Mike Tyson war mein Großonkel, deswegen. Aber Tyson. Also Freunde, bei mir ist meine rechte Schwinger, ich liebe Schwinger zu machen bei jedem Kampf. Und meine rechte ist wirklich eine Endstation. Wenn ich den treffe einmal, dann ist es wirklich. Adios, amigo. Mal nachkühlen, ja? Meine rechte ist auch so bei jedem Kampf. So Leute, das ist der Kameramann. Ich zeige euch mal nur, das macht keine Faxen. Probiert nicht Kamera hier anzufassen, weil er schlägt euch dumm und dämlich. Guck mal. Upp, hoppa. Zeig mal. Guck mal. Upp, oh, zack. Oh. Vorbei der Mai. Hört auf. Also Freunde, Training ist vorbei. Ich will gleich was essen. Training war sehr, sehr stark, Adam immer sehr, sehr gut. Man trainiert, bis man nicht mehr kann. Es waren ein paar Sachen, wenn ihr die seht, könnt ihr die nachmachen. Jetzt geht's noch für uns in die Sauna ein bisschen, ausschwitzen, ganze Dreck raus und danach schön was essen. Essen. Ich hab Hunger. Also Freunde, der Training ist vorbei. Freunde, los, das Leben akzeptieren. Also Freunde, wir sind gerade angekommen. So, wir essen jetzt ein bisschen asiatisch, ein bisschen Reis, ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Gemüse. Ist einfach gesund auf jeden Fall, Freunde. Naja. Für Sportler. Bisschen, für die Gains. Auf jeden Fall, Freunde, abonniert den Kanal. Der Video ist auf jeden Fall zu Ende. Wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Vlog. Ciao.